Im Moment ist es hier noch recht übersichtlich. Ich habe nur vier Notizen. Mit der Zeit fühlt sich das dann aber doch sehr an und dann braucht es gewisse Techniken, um eben eine alte Notiz schneller wieder zu finden. Das eine Ordnungsprinzip haben wir schon kennengelernt, das sind die Notizbücher. Hier kannst du schon deine Logik anlegen, um etwas damit kannst du bereits eine Grobstruktur anlegen. Ein weiteres Hilfsmittel sind die sogenannten Tags oder Schlagwörter. Die kannst du gleich im Kopfbereich jeder Notiz eingeben. Ich habe hier ein paar Notizen angelegt, die mir Evernote erklären. Mit Komma getrennt wird zugleich ein Schlagwort erstellt. Natürlich macht es nicht sehr viel Sinn, wenn man hunderte von Schlagworten hat, sondern am besten machst du dir eine Logik, die für dich Sinn macht und die du auf ganz viele verschiedene Notizen anwenden kannst. Nehmen wir an, ich brauche regelmäßig das Schlagwort Evernote. Eben für Notizen, die mit Evernote zu tun haben und vielleicht Handbuch. So kannst du bei der nächsten Notiz einfach zu schreiben beginnen und es wird sogleich ergänzt, dass du bist sehr schnell mit diesem Ausfüllen von Schlagworten. Und später, das werden wir dann bei der Suche sehen, kann dir das sehr helfen, ganz gezielt deine Notiz wieder zu finden. Diese Schlagwörter kannst du dir auch anzeigen lassen. Mittlerweile hat es hier einen neuen Bereich in der Seitenleiste und hier siehst du, wie viele Notizen das Schlagwort Evernote haben. Die kannst du dir gleich anzeigen lassen. Hier kannst du die Schlagworte aber auch ändern, indem du ein Schlagwort, wenn es zum Beispiel einen Schreibfehler hat, noch umbenennst oder wenn du es nicht mehr brauchst, weil es dir wenig hilft, auch wieder löschst.